einem neuen Video. Als allererstes, René hat heute Geburtstag, noch herzlichen Glückwunsch schon mal. Danke. Wir haben auch ein bisschen reingefeiert, deswegen entschuldigt, wenn meine Stimme ein bisschen rauer ist und die Augenringe noch mehr sind. Ja, was machen wir heute? Wir gehen heute mal wieder zu der Firma Wagner Tuning. Eigentlich wollte ich das Ganze auf der CIMA schon machen, da hatte ich das in dem Video ja auch schon gesagt. Aber ist dann irgendwas dazwischen gekommen, hat sich zeitlich nicht gepasst. Deswegen gehen wir da heute mal hin und gucken mal, was Ben so macht. Hallo, Arlos, willkommen am Wagner Tuning Stand. Hallo Leute. Ich habe schon gesagt, ich wollte eigentlich auch was CIMA filmen. Ja. Bei euch. Aber irgendwie sind wir dran vorbeigekommen. Mhm. Habt ihr auch Stress gehabt, ne? Auf der CIMA. Und gerade wenn es hier um die Details geht, ist das so mit Kamera schon geiler. Ja, definitiv. Ja, erzähl mal was. Ja, das erste Mal bei uns hier in der Halle. Endlich angekommen, ne? Die richtige Nachbarschaft. beim Philipp, Gott sei Dank, beim Mutlo drüben, Levella. Ja, der Klaus Orlitzki und sein Team sind drüben. Du natürlich, ganz wichtig, deswegen haben wir uns natürlich bemüht, ne, zu Arlos zu kommen. Ja, schöne Halle. Und mal gucken, dass wir nächstes Jahr ein bisschen noch näher zu dir reinkommen. Ja, ja, ne? Ja. Aber PS Days, ne? 2021. Nee, 2020, genau. Ja. Da kommen wir dann auf jeden Fall ganz nah an dich ran. Da ist Vollgas angesagt. Habe ich schon von wirklich extrem vielen hier gehört, dass sie alle zur Messe kommen wollen. Ja, so unbedingt. Also das Wetter ist toll, ist ja Sommer. Ne? Ja. Hannover ist sehr, sehr zentral gelegen. Ne? Ja. Es ist ja quasi ein Heimspiel für euch, für Riesengelände. Genau, ein anderer berühmter Kollege soll ja auch da noch hinkommen, ne? Der hat da was vorbereitet, was ich auch gehört habe. Ne? Aber Wagner Tuning, wir, das gesamte Team, freut sich da extrem drauf. Also Männer, PS Days 2020 in Hannover, seid dabei. Geil. So, jetzt zur Technik. Ja. Was gibt's Neues? Es gibt viel Neues. Lass uns mal rumgehen, direkt zum Stand. So, und zwar zum Beispiel. Da haben wir für den VW Amarok den 3 Liter TDI. Ne, da haben wir jetzt viele auch lang dran gearbeitet. Mhm. Und weil die Nachfrage doch schon da ist für die Systeme weltweit übrigens. Wir hatten gestern jemanden aus der Südafrika da. Die haben gleich ein paar bestellt. Und das System ist jetzt quasi demnächst erhältlich bei uns. Und das Besondere ist hier, wenn man sich das nochmal anguckt, wir haben quasi keine gesonderten Halter nochmal. Das ist alles im Guss mit drin. Ne, ist eingearbeitet. Ja, ne? Ja, ja. Ist halt nochmal ein bisschen alles hochwertiger gemacht. Von Volumen her sehr, sehr groß. Ja, man sieht, da sind echt wirklich etliche Halter dran, ne? Genau. Und macht es halt auch ein bisschen charmanter mit der Installation. Du brauchst keine extra kleinen abgekanteten Halter oder irgendwas nochmal dran schrauben. Das kommt quasi aus einem System. Ja, die diese Autos in den Heißländern so richtig, richtig nutzen, ne? Ja. Da wird wahrscheinlich schon der eine oder andere dabei sein. Richtig, genau. Also nicht nur in den Heißländern, auch in Deutschland. Ja. Ne? Wir haben ja auch hohe Temperaturen im Sommer. Wichtig ist auch, wir haben auch noch deutlich weniger Gegendruck im System drin. Das Ansprechverhalten, gerade beim Diesel im oberen Drehzahlbereich, geht nochmal hoch. Ja. Und einfach auch vom Fahrgefühl her ist nochmal ein bisschen besser. Genau. Auf jeden Fall habt ihr mit Abstand die geilsten Aussteller. Die Wagen sind großartig. Die Wagen, ne, sind wirklich genau, ein Brett. War übrigens eine Idee vom Chef, ne? Also höchstpersönlich, er wollte das so haben, hat das quasi so aufgezeigt und die Jungs aus der Ingenieursabteilung haben das quasi dann gezeichnet, gemacht, getan. Und wir haben die alle in-house auch gefertigt. Ne? Wir haben ja jegliche Technik da, haben alles zur Verfügung. Und Wasserstrahl, Schneider, CNC, alles was wir haben möchten. Und unsere Jungs haben das gut umgesetzt. Und ist natürlich für den Transport auch geil, ne? Fertig. Richtig, genau. Wird unten arretiert, festgestellt, alles gut. Krass. Ja, hier direkt mit Abschottung oder wie? Richtig, genau, dass die Luft quasi auch gezwungen wird, ne, dass sie nicht irgendwo anders hingeht, sondern auch gezwungen wird, die Anschubfläche voll auszunutzen von dem Ladeluftkühler. Man denkt immer, ach, ist ja nur ein kleines Blech, das macht nicht viel, aber die Simulation am Computer hat schon gezeigt, das ist ein Riesenunterschied nochmal. Ne? Dass wir wirklich die Luft dort reinzwingen, dort durchzwingen und dass der Wärmeaustausch aktiv im Netz quasi hier vorne über die Front stattfindet dann. Ist das bei allen Autos? Nee. Nur so bei manchen. Nur da, wo es notwendig ist. Ne? Das ist natürlich, ein Ingenieur sagt normalerweise, ich mache das, was notwendig ist. Ne? Da geht es jetzt nicht ums Design oder ums Aussehen. Ne? Das muss so sein, um einfach die effektivste Kühlung rauszuholen. Aus dem Kann man System. Das irgendwie in beziffern, wie viel besser der Kühler dadurch ist? Mit Sicherheit habe ich jetzt keine Zahl da, aber könnte man dir zuspielen, ist gar kein Thema, ist irgendwie möglich. Aber ist schon so, dass man sagen könnte, dass, ich sag mal, selbst nur so ein bisschen Blech 2, 3, 4 Grad gleich weniger. Ja, definitiv, definitiv. Du kennst das noch aus den RS4 B5 Geschichten. Das ist ja auch so, wenn du die links und rechts die Side-Mounted Ladeluftkühler dir anguckst und die Air Shrouds, also die Luftführung dort beachtest, wenn du die wegnehmen würdest, wären halt
Katastrophe, ja, ja. Wir haben wahrscheinlich 10 Grad oder ja. So Unterschied, ja. Weil die Luft kann auch überall, dann kann sie nach unten oder oben und richtig, so weiter, genau. Ne? Aber die Luft trägt ja die Wärme ab aus dem Netz. Und umso mehr Luftstrom reinkommt, umso mehr kann abgetragen werden. Das ist quasi die Logik dahinter. So muss man das dann auch verstehen. Genau. Gibt es eigentlich eine Berechnung oder habt ihr schon mal Versuche gemacht, ob der Kühler mit mehr Geschwindigkeit auch besser kühlt? Oder ist da irgendwo ein Limit erreicht, dass ich sage jetzt mal ab 100 km/h, ist egal, ob du 100 oder 300 fährst, ja. Die Kühlung ist die gleiche? Also das wird mit Sicherheit nicht proportional hochgehen in irgendeiner Form. Ne? Irgendwann ist dann Schluss, ne? Das tariert sich aus. Aber grundsätzlich ist es so, umso mehr Luftstrom durchgeht durch die Anschlussfläche, durch das Netz, umso mehr Temperatur kann abgetragen werden. Ne? Okay. Ja, was haben wir sonst noch so? Ansonsten unsere Rennsportkühler aus dem Konfigurator, die haben wir nochmal ergänzt mit einem neuen System. Zum Beispiel auch V8 Biturbo zum Beispiel, ne, haben wir das jetzt nochmal umgesetzt, dass man quasi die Netzstruktur bzw. die Endkästen unten hat, links, rechts, nach oben rausgeht und dann zur Drosselklappe. Das ist neu. Dann haben wir diese Schlaufe nochmal gemacht neu. Ne, kennst du aus dem Audi TT damals, die ersten, ja, ja, die hatten das auch so gehabt. Und natürlich nochmal aufwendigerweise diese Systeme, die man dann nochmal so drehen kann. Ne? Ja, ja. Und erklär noch mal einmal kurz dieses Rennsport-System-Konzept, sage ich jetzt mal. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt schon mal drauf eingegangen waren. Möglich. Der Jean-Pierre hatte schon mal darüber berichtet, im GT86-Projekt damals. Und zwar, wir haben ein System geschaffen, eine Möglichkeit für den Kunden, ob das jetzt Rennsport ist oder Driftsport, egal, dass wir dort sagen, der Kunde kann online auf unserem Wagner, wagner-tuningshop.de, kann ja quasi dort seine Netzangaben hinterlegen aus einer Auswahl, die wir quasi vorher getroffen haben. Da sucht er sich eine Netzgröße aus, das können wir auch gleich mal filmen, das haben wir vorbereitet. Und dann kann er sich quasi die Endkästenposition aussuchen, den Durchmesser. Und am Ende, das ist das Besondere, wird dann quasi auch eine Vorschau gezeigt von dem Kühler, wie er dann aussieht mit allen Bemaßungen. Genau. Ja, das gucken wir uns auf jeden Fall gleich mal an. Wenn ich drüber gehe, kann ich und das die Flansche ist geschraubt, damit ihr verschiedene Durchmesser habt. Richtig, genau. Das zeige ich dir auch gleich. Wir haben ja verschiedene Größen von 55 bis 80 mm. Und je nach Anwendungsbereich kann man sich das dann aussuchen. Und die Kästen gibt es aber dann immer in der Länge. Und ihr könnt quasi nur in der Tiefe vom Netz dann variieren, oder wie ist das? Nee, also das Netz quasi und der Kasten. Den gibt es in verschiedenen Ausführungen immer. Ne? Also wenn ich jetzt das Netz habe, könnte ich diesen Kasten auch mit verschiedenen Anschlüssen machen. Okay, genau. Da habt ihr so viele verschiedene Kostenteile. Ja, ja. Okay, das ist im fünfstelligen Bereich, die Auswahl. Das ist eine riesen Datenbank auch dahinter. Ja. Ja, deswegen war das auch so umfangreich und so komplex gewesen, das zu programmieren. Ne? Da haben wir quasi hier die Schritte. Wir fangen an mit der Netzgröße. Beispiel 500 mm mal 205 mal 80 ne? Bei 8 Liter Volumen. Dann haben wir die Anschlussdurchmesser von 55 bis 80 mm. Wird halt gefragt links, rechts. Und dann siehst du hier unten schon, wenn er dich fragt nach der Anschlussposition des Endkasten, wo möchtest du den haben? Und dann siehst du quasi hier die Vorschau mit den Bemaßungen nochmal. Das ist ja cool, ja. Mhm. Das heißt, man kann da schon fast alles zusammenbauen, wie man es haben will. Extrem viel. Ja. Ne? Also wir decken extrem viel ab. Und das ist halt das Interessante, dass man da quasi, egal ob der Turbo jetzt links setzt, unten setzt, wo ist die Ansaugbrücke, man kann schon das System in diese Richtung hin konfigurieren, dass man sehr, sehr nah an der Situation ist. Ja, krass, cool. Wie wird das so angenommen? Extrem gut, es wird immer mehr, weil wir jetzt viele Rennsportteams dort nochmal aktiv angeschrieben haben. Die wussten das auch vorher nicht und das setzt sich jetzt immer mehr durch. Wo liegt als Beispiel so ein Kühler preislich? Also zwischen 600 und 900 Euro. Es gibt auch welche für über 1000 Euro. Aber ich sag mal zwischen 600 und 900 Euro. Ja, ja, ist relativ human. Orientiert sich auch an unserem Plug-and-Play-System. Ja, ja, klar. Genau. Cool. Dann haben wir quasi auch vorbereitet nochmal Bohrungen hier. Ne? In die Bleche oben. Ist ein bisschen stärker auch gemacht für die Halter etc. Ja, ja, ja. Da habe ich noch ein bisschen Fleisch zum Schweißen. Weil sich doch einer auch mal eine Abschottung noch ranmachen will und so weiter. Genau, oder einen Halter nochmal anschweißen möchte. Ja. Sehr cool. Ja, wir haben dann da auch die Netzauswahl wieder, Tube Fin als Competition-Version oder Barn Plate als Performance-Version. Ah, gibt es auch zwei Versionen. Richtig, genau, je nach Anwendungsbereich. Ich sag mal, die Viertelmeile-Jungs, wir fahren Barn Plate-Systeme, ein bisschen schwerer. Und alles, was Rundkurs, Driften ist, ein ne, bisschen auf Langzeitbelastung, das ist dann Tube Fin, ne, die Competition-Version. Cool. Ansonsten M3, M4 haben wir ein neues Komplettsystem. Das ist ja das Top-Mounted Wasser-Ladeluftkühlersystem. Einmal mit Logo, einmal ohne, wie man das gerne haben möchte. Dazu die passenden Downpipes mit den ovalen Cut dazu.
auch wieder was Besonderes. Und dann das Wasser-Ladeluftkühler-Set, einmal der große Front-Mounted und einmal der Side-Mounted-Ladeluftkühler mit wieder Carbon-Luftführung, ja, mit der Luftdurchströmung. Ja. Was ja so wichtig ist, haben wir ja gerade gelernt. Ja. Ja, das mit den Ovalen ist ja krass. Ja. Das sieht witzig aus. Hat auch eine längere Zeit gedauert, bis wir das umsetzen konnten nach unseren Vorgaben, dass auch der Durchsatz passt. Und damit sind wir auch sehr zufrieden. Aber ich finde es extrem cool, dass ihr mittlerweile so viele Gussteile wirklich immer macht. So, ne? Weil das sind ja auch alles Gussteile hier. Richtig, genau. Guss hat halt den Vorteil, du hast eine Freiform drin. Du kannst halt quasi im Design selber die Durchströmung und den Flow besser kontrollieren. Dann ist der Klang besser, ist ein bisschen dunkler, ist nicht so trompetenblechmäßig, sag ich mal. Ja, ja. Und einfach von der Spannung her, von der Langlebigkeit, ist deutlich länger. Und sieht cool aus. Auch das, genau, vorm Einbau. Nach dem Einbau siehst du es ja nicht mehr. Aber wie gesagt, wir haben auch diese Ausgleichselemente nochmal wegen der Ausdehnung, Hitze, Kälte, dass du diese Risse da nicht hast, diese Ermüdungsrisse dann irgendwann. Krass. Dann haben wir Mercedes-Benz C63S AMG, die Wasserladeluftkühler. Also immer mehr Wasserladeluftkühler jetzt. Es geht ja mehr und mehr in die Wasserladeluftkühler-Geschichte und dass die Fahrzeuge wassergekühlt sind. Und um das abzudecken, sind wir natürlich auch dabei. Was kann man bei solchen Autos tendenziell mehr rausholen als bei einem Luftluftkühler von der Kühlleistung her? Oder ist es eher schlechter? Also eher schlechter, weil Luft-Luft-System hat den Vorteil, es ist stabiler. Wassersystem kippt irgendwann. Das ist ein träges System, das funktioniert im ersten Moment erstmal besser, aber dann nach längerer Belastungsphase kippt das System dann und das Wasser wird zu heiß. Und da greifen wir dann schon an mit dem größeren System, weil wir mehr Volumen einspeisen mit mehr Wasser und somit verzögern wir den Zeitpunkt, bis das Steuergerät irgendwann eingreift und sagt, jetzt stopp, jetzt wollen wir hier nicht mehr. Ja, Bauteileschutz, das Thema. Und das ist jetzt aber der Wasserkühler für den Motor oder ist das der Wasserkühler für den Ladeluftkreislauf? Für den Ladeluftkreislauf. So ein Riesending? Krass. Richtig, genau. Heftig. Weil wir wollen ja die Ladeluft kühlen. Ja, klar. Genau. Das ist ja schon ein richtiger Kühler. So. Das ist schon enorm. Gerät. Ja, und sowas sieht halt einfach geil aus. Rosenrohr, ne? Genau. Da haben wir es auch wieder, die Gussteile in der Freiform. Das sieht schon cool aus mit den Gussteilen. Also da haben wir auch jede Menge Vorbestellungen schon zu den C63. Da sind wir jetzt auch froh, dass wir das quasi jetzt anbieten können, weil die Nachfrage schon sehr hoch ist. Ja, sehr schön. Haben wir wieder ein bisschen was gesehen hier. Ja. Was kommt als nächstes? Wo seid ihr dran? Supra, die neue. Wird es auch ein System gehen auf Luft-Luft. Das ist ja der B58 BMW-Motor. Da gibt es noch mal eine andere Geschichte. A45. Der hat serienmäßig einen Wasserladekühler. Richtig, genau. B58. Ah, und ihr macht aber komplett einen Luft-Luft-Kit. Wird dann angeboten, genau. Ja. Also da sind noch jede Menge Sachen in der Pipeline. Wir haben jetzt viele Anfragen, jetzt zum Beispiel auch für den Audi Q7 zum Beispiel, aus Russland zum Beispiel. Ja. Weil man muss ja immer bedenken, wir sind internationale Hersteller. Wir liefern derzeit ca. 3000 Händler weltweit. Und gerade in den USA oder auch in Asien, Q7 ist ja auch ein Thema. Heftig. X5 haben wir jetzt seit ein paar Monaten wieder da, wird auch sehr, sehr gut angenommen. Ansonsten US-amerikanischer Markt, da gibt es Neuigkeiten. Ne? Wir eröffnen ja nächstes Jahr ein neues Werk in Texas und sind derzeit noch in Kalifornien angesiedelt als Headquarter. Und dort entsteht ein komplett neues Werk mit quasi Herstellungsprozessen, wie es aus Deutschland bekannt ist. Das finde ich extrem cool, einfach mal was machen nach Amerika und dort. Ihr seid offiziell eingeladen zur Eröffnungsfeier, ne? Arlos ist mit dabei. Wann ist das ungefähr? Zwischen Frühjahr und Sommer, genau. Zur schönsten Zeit natürlich, ja, wie sich das gehört. Und wie groß wird das? Von den Quadratmeterzahlen, kann ich nicht genau sagen. Nur so, also gar keine Zahlen, sondern nur so von der Einschätzung her, ob das richtig groß wird oder was er da so vorhat. Everything is bigger in Texas. Es wird riesengroß. Ja, also als Tipp, ich will auch nicht zu viel vorwegnehmen, weil ich mich freue, wenn ihr noch vorbeikommt. Wir machen da ein schönes Video zu, dass die Leute das sehen. Wir hatten schon geplant, drumherum die Strecke als Driftstrecke zu nehmen, die Parkplatzfläche bei uns im Gebäude und da Zeiten zu nehmen. Das so ist Spaß. Aber ich sage euch, es wird riesengroß. Wie kommt dieser Schritt, nach Amerika zu gehen? Einfach durch die hohe Nachfrage international und dass wir kaum noch was abdecken können mit der Produktion in Deutschland. Das ist das Problem. Und man muss halt sagen, das Investitionsprogramm vom Staat Texas, um neue Firmen anzusiedeln, ist sehr, sehr attraktiv. Die bemühen sich extrem
Und ursprünglich wollte der Chef, der Herr Wagner, wollte ja in Deutschland investieren. Ja. Und das hat aber nicht so funktioniert. Ja. Und in Amerika wollt ihr dann auch den letzten Schritt gehen und die Netze auch noch selber herstellen. Richtig, genau. Da geht es um Unterdrucköfen etc. Ne? Also das wird dann noch mal komplexer. Das wird auf jeden Fall krass. Also sich das anzugucken, so ein feines Netz hergestellt wird, ist ja, schon... Ja. Man muss auch sehen, einfach die Energiekosten dort sind andere als in Deutschland, die Vorgaben sind anders und der Support ist auch ein bisschen anders. Ja, ich drücke die Daumen, ich freue mich drauf. Können wir endlich mal nach Amerika fliegen? Also es wird noch viel kommen nächstes Jahr auf jeden Fall. Und danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, sehr gern. Danke für den Besuch, lieber Philipp. Wir sehen uns spätestens im Sommer wieder. Ja, mach's gut und viel Spaß noch auf der Messe. Tschüss. Music Licensing Reimagined.